Ja, guten Abend noch einmal und willkommen zur Zutterbesprechung. Wir sind im Zuge der Besprechung der vierten edlen Wahrheit jetzt ja bei der ersten Lehrrede gelandet, bei der Dhammacakka Pavattana Sutta. Und haben da die letzten Male schon einiges gehört. Das ist zwar schon 2 Wochen her, dass wir das letzte Mal besprochen haben, aber wir sind so weit gekommen, vom Buddha diese, zumindest zu den ersten zwei edlen Wahrheiten, diese jeweils dreifache Einsicht zu hören. Und bevor wir jetzt weitermachen, vielleicht nochmal an euch die Frage, ob es da noch was nachzuholen oder zu fragen gibt. Ja, wenn es nichts zu fragen gibt, dann lesen wir einfach weiter. Wo haben wir es denn? Bei 7.1 könnten wir weiterlesen. Wer möchte denn gerne vorlesen? Ja, ich kann weiterlesen. Ja, bitte. Das ist die edle Wahrheit über das Aufhören von Dukkha bei diesen früher nicht gehörten Sachverhalten. Ging ein Auge auf, entstand Einsicht. Entstand Begreifen, entstand Wissen. Entstand Erhellung. Diese edle Wahrheit über das Aufhören von Dukkha sollte realisiert werden bei diesen früher nicht gehörten Sachverhalten. Ging ein Auge auf, entstand Einsicht, entstand Begreifen, entstand Wissen, entstand Erhellung. Diese edle Wahrheit über das Aufhören von Dukkha ist realisiert worden. Bei diesen früher nicht gehörten Sachverhalt ging ein Auge auf, entstand Einsicht, entstand Begreifen, entstand Wissen, entstand Erhellung. Das ist die edle Wahrheit über die Übung, die zum Aufhören von Dukkha führt. Bei diesen früher nicht gehörten Sachverhalten ging ein Auge auf, entstand Einsicht, entstand Begreifen, entstand Wissen, entstand Erhellung. Diese edle Wahrheit über die Übung, die zum Aufhören von Dukkha führt, sollte entwickelt werden. Bei diesen früher nicht gehörten Sachverhalten ging ein Auge auf, entstand Einsicht, entstand Begreifen, entstand Wissen, entstand Erhellung. Diese edle Wahrheit über die Übung, die zum Aufhören von Dukkha führt, ist entwickelt worden. Bei diesen früher nicht gehörten Sachverhalten ging ein Auge auf, entstand Einsicht, entstand Begreifen, entstand Wissen, entstand Erhellung. Ja, vielen Dank für das Vorlesen schon mal. Bitte. Und jetzt haben wir hier über die dritte und die vierte edle Wahrheit erfahren, welche Erfüllung oder welche Aufgabenstellung sie mit sich bringen. Die dritte edle Wahrheit ist ja nichts anderes als die Wahrheit darüber, dass das mit dem Enden von Verlangen, Dukkha, zu einem Ende kommt. Und das soll realisiert werden. Das gehört mit zur Einsicht, die den Buddha zum Buddha gemacht hat, dass er verstanden hat, dass nicht nur die dritte edle Wahrheit verstanden hat, sondern auch verstanden hat, dass das realisiert werden soll. Ne? Pratyekaranang, dass man das wirklich am eigenen Leib dann erlebbar machen soll und dass das bei ihm wirklich auch passiert ist. Und im Zusammenhang mit der vierten edlen Wahrheit, mit dem achtfachen Pfad als mittlerer Weg zwischen Sinnlichkeitsschwelgen und selbst, wie ich weiß nicht mehr genau, wie das ist jetzt, selbst oder selbst Überwindung, wo das selbst noch suggeriert ist. Dieser mittlere Weg sollte entwickelt werden und ist vom Buddha entwickelt worden. Und auch noch einmal
zu verstehen, bei welcher edlen Wahrheit welche Agenda am Programm steht, was ja durchaus interessant ist, ne? Also, wenn wir den edlen achtfachen Pfad entwickeln, dann stecken wir dadurch die richtige Handlungsweise rein. Und wenn wir das Ende von Dukkha realisieren, dann stecken wir da die richtige Handlungsweise hinein. Das kann ja sonst vielleicht zu Missverständnissen führen, wenn wir zum Beispiel glauben, wir müssen das Ende von Dukkha irgendwie machen. Wir müssen das Ende von Dukkha jetzt in uns erzwingen oder so tun, als ob wir das schon erreicht hätten, statt eben die immer wieder die Ursachen einzufüllen, die Daten dazu führen, dass wir es realisieren. Also eine ganz wichtige Zusatzinformation oder eine wichtige Gebrauchsanweisung noch einmal zu den vier edlen Wahrheiten, die wir da vom Buddha gehört haben. Ist das soweit? Klar, gibt es dazu was zu besprechen? Für mich ist es so eindrucksvoll, dass bereits beim, wenn man einsieht, dass es, wenn man jetzt bei der Übung bleibt, wenn man einsieht, dass es entwickelt werden soll, und das muss ja dann mehr sein als nur das intellektuell annehmen, weil das ist ja eine Einsicht, dass das entwickelt werden, dass das bereits, dieses ging ein Auge auf, entstand Einsicht, Begreifen, Wissen, Erhellung. Also das ist mir diesmal zum ersten Mal so aufgefallen, was für ein wichtiger Schritt das eigentlich schon ist. Ja. Und dass das offensichtlich mehr sein muss als nur zustimmen. Ja, dass man es dann eben auch umsetzen muss, ne? Ich habe mir das immer auch so vorgestellt, wenn man jetzt an den Buddha herantritt und ihm bestimmte Fragen stellt, dann bekommt man darauf eben dann die entsprechende Antwort. Wenn wir jetzt fragen würden, ja, was soll ich denn verstehen in deinem Dhamma, dann wäre vom Buddha die Antwort, ja, Dukkha sollst du verstehen. Und was soll ich denn aufgeben? Naja, Verlangen sollst du aufgeben. Und was soll ich realisieren? Das Ende von Verlangen sollst du realisieren. Ja, was soll ich überhaupt machen? Wie kann ich das alles machen? Was jetzt, gib mir ein Werkzeug in die Hand. Ja, da hast du in der vierten edlen Wahrheit eben das, was du machen kannst, damit die anderen alle realisiert werden und aufgegeben werden und verstanden werden. Ja, und dann entwickeln wir den achtfachen Pfad eben auch anders, wenn wir wissen, wozu der gedacht ist. Wenn wir wissen, das ist ein Werkzeug zum Dukkha verstehen und zum Tanha loswerden und zum Tanha Freiheit realisieren. Also Verlangensfreiheit, Dukkha Freiheit realisieren. Ja, ich denke mir auch, dass es eben um erkanntes Erleben geht, dass man dann bei der Übung sozusagen erkennt und dass es nicht nur um reines, ja, das Wissen geht. Also erst das Erleben, im Erleben man das dann ja richtig wirklich verinnerlicht. Und Buddha hat ja eigentlich, ja, Buddha hat ja eigentlich auch nur darauf hingewiesen, da ist der Weg und den müsst ihr gehen im Prinzip. Ja, genau. Ne? Und dieses erkannte Erleben ist ja Teil oder Resultat dessen, dass wir den achtfachen Pfad entwickeln. Ne? Ja. Aber eben einfach nochmal wichtig, wenn wir uns an den Buddha wenden und eine spezifische Frage beantwortet haben wollen, dann gibt es hier jetzt nochmal genau eine Einteilung, an welche edle Wahrheit wir uns da wenden können. Ja, also wenn man zum Beispiel denkt, ja, Dukkha möchte ich loswerden, ist eigentlich nicht ganz richtig, ne? Weil was aufgegeben werden soll, ist die Ursache von Dukkha. Wenn man sagt, Dukkha finde ich so blöd und das werde ich jetzt wegmachen, dann haut man eigentlich ein bisschen in die falsche Kerbe. Ne? Weil wir sollen uns darum kümmern, dass das Verlangen aufhört, das dann zu Dukkha führt. Und wie man das dann aber macht, ist auch nicht, dass man irgendwie in sich da anfängt, das Verlangen jetzt
Willenskraft nicht versucht, einfach nicht zu haben, sondern dadurch, dass wir uns an die vierte edle Wahrheit wenden. Wenn wir wissen wollen, ja, was soll ich denn jetzt entwickeln, was soll ich jetzt eigentlich machen, dann praktizieren wir eben den achtfachen Pfad. So einfach ist es eigentlich, ne? Und was wir eben in der Meditation gemacht haben, war ja eigentlich der achtfache Pfad, im Sinne von dem ersten Pfad, dass man eben erkennt, die fünf Khandhas, dass die vergänglich sind und wie sie entstehen und wie sie vergehen. Genau. Also wir haben den achtfachen Pfad geübt im Sinne, dass wir rechte Achtsamkeit praktiziert haben. Achtsamkeit, die sich mit der Beschaffenheit der Khandhas beschäftigt. Auch Achtsamkeit, die sich mit den Zusammenhängen, mit den vier edlen Wahrheiten beschäftigt. Das sind ja alles Satipatthana-Übungen, die wir eben entwickeln können. Und wenn wir die entwickeln, dann müssen wir uns gar nicht mehr extra darum kümmern. Dann beginnen wir Dukkha zu verstehen und dann beginnt das Verlangen, sich aufzulösen. Und dann beginnen wir, die Dukkha-Freiheit zu realisieren. Aber es kann auch manchmal noch eben hilfreich sein, wenn man das noch dazu weiß. Wenn wir zum Beispiel wissen, dass das Aufhören von Verlangen das Dukkha-Ende bedeutet, können wir schon auch in der Meditation im Entwickeln des achtfachen Pfades immer wieder darauf achten, ja, was ist damit eigentlich gemeint, dass Verlangen weniger wird und wie fühlt sich das für mich an? Und das ist ja eigentlich etwas sehr Friedliches und Schönes und da möchte ich mich mehr in diese Richtung bewegen. Dann haben wir wieder eine gute Motivation. Und auch einfach diese ein wichtiges erstes Kennenlernen von dem, was wir im Dhamma als Ziel erreichen. Weil das vielleicht ja gar nicht das ist, was unser anfänglich ja noch selbstverständlich nicht wissender Geist sich vielleicht so vorstellt. Unter Dukkha-Freiheit stellen wir uns vielleicht alle möglichen tollen Zustände vor und übersehen dann vielleicht den eigentlich ja viel friedlicheren, aber vielleicht nicht so spektakulär daherkommenden Zustand der Verlangenslosigkeit oder halt zumindest Minderung. Das ist aber in sich sehr vielschichtig, dieses Verlangen, weil ich habe jetzt immer mehr das Gefühl, dass die Abschichtung, das grobe Verlangen, das ist noch nicht mal so der schwerste Teil. Das geschieht einfach durch Abwendung, dann die Ernüchterung. Aber dann entsteht noch so ein Verlangen nach Verlangen, also so. Schön war die Zeit des Erfreuens. Also ich lebe jetzt schon eine ganze Zeit so in Abwendung und mag auch gar nicht mehr an allem teilnehmen, was ich früher so gemacht habe. Und es ist diese Ernüchterungsphase, aber darunter ist nochmal so Schicht, so zeitweilige Anflüge von, wie schön war doch das Verlangen. Oder das Erfreuen, also dieses Verlangen nach Verlangen. Also da habe ich jetzt das Gefühl, dass das wirklich so die Wurzel ist. Also dass das Offensichtliche nicht die schwerste Arbeit ist, aber so diese Vielschichtigkeit auch von Dukkha überhaupt, dass alles so vielschichtig ist. Das wird jetzt so im Laufe der Übung klarer und klarer. Aber es entsteht noch nicht so richtig die Freude darüber, also diese Ernüchterung und das Desinteresse an Verlangen, das kann schon eine Weile anhalten, merke ich. Ja, also eine Freude darüber ist ja auch gar nicht wirklich die Lösung, ne? Sondern eher der friedliche Zustand des Losgelassenhabens, dass es eben wirklich dann angekommen ist, dass wir uns auf eine ganz unbekannte Weise entspannen können, wenn nichts mehr eine bedeutsame Reaktion dieses Ichs auslöst, weil es eben als eine Illusion durchschaut wurde.
Aber Aber sagen du Sie, ja, hast Entschuldigung. schon ganz, Entschuldigung, du hast natürlich ganz recht, je tiefer man in die, in diese Materie eindringt, desto eher merken wir dann auch vielleicht, wie tief diese Kette hinabführt in unser Wesen, ne? Und dass wir halt merken, ja, je eher wir an dieser Kette auch ziehen, desto eher merken wir dann auch, wie stabil die gebaut ist. Und die Macht der Gewohnheit, dass man so das Ja. Leben aus Verlangen heraus gelebt hat und dass Genau. auf einmal nicht mehr die Hauptmotivation des Lebens überhaupt ist oder des Daseins, das fühlt sich dann ja. Also irgendwie ist das dann noch so ein Unterstrom von Verlangen nach Verlangen, weil da hat man Ja, sich bisschen, ja. lebendig gefühlt. Eben die Asavas, die Einflüsse, ne, Ja, die ja, ja, immer noch wirken, weil wir halt in der Vergangenheit da immer wieder alles drauf gesetzt haben, zu sagen, ja, wenn ich nur genug verlange und hartnäckig genug mich an Sinnlichkeit oder an Dasein dranhänge, dann wird schon was Tolles dabei rauskommen. Und das selbst es jetzt nur einmal oder auch wiederholt zu sehen, führt noch nicht dazu, dass sich die vergangenen Prägungen schlagartig auflösen. Also da ist auch immer wieder unsere Geduld gefragt und unsere Konsequenz, eben so lang weiterzumachen, bis sich die Wirkung der Weisheit durchzusetzen beginnt, der Wirkung der Einflüsse gegenüber. Ja, also ich finde, die Achtsamkeit ist total wichtig, weil ich war gestern am Strand und da waren diese Kitesurfer und ich war wirklich, also ich fand das total irre, wie die da, die hochgesprungen sind, 15 Meter hoch und wieder auf dem Wasser gelandet sind. Und ich habe dieses Verlangen gemerkt, oh, das möchte ich auch machen. Und ich habe in dem Moment die Achtsamkeit vollkommen verloren. Ich habe dann nachher gesagt, okay, das möchte ich nicht machen, aus bestimmten Gründen. Ja, bricht dir bitte nichts, Gunnar. Das klingt ja gefährlich. Aber ich hatte mir dann gesagt, das ist aus bestimmten Gründen nicht gut für mich. Und dann habe ich es auch losgelassen. Aber ich habe gemerkt, wie verführerisch manchmal so Verlangen oder was Verlangen auslöst, wie verführerisch das sein kann. Also es ist, Ja, das wenn man haben da wir. die Entschuldige. Achtsamkeit verliert, dann ist es sofort, ist man da weg irgendwie, finde ich. Oder ich zumindest. Ja. Das haben wir im Zusammenhang mit der zweiten edlen Wahrheit auch kennengelernt, ne? Dass dieses Verlangen sich immer wieder was Neues zu finden scheint, was es dann ausprobieren und eben verlangen möchte. Und der große Dhamma-Trick ist ja für uns selber die Erkenntnis zu ermöglichen, dass es ja gar nichts Neues ist, ne? Selbst wenn du da durch die Luft fliegst auf diesem Surfgerät, ist ja in Wirklichkeit trotzdem nichts Neues, ne? Weil woraus wird das bestehen? Aus Körperlichkeit, die sich verändert, aus Empfinden, das sich verändert, aus Wahrnehmung, die sich verändert, aus Aktivitätsimpulsen und aus Bewusstsein. Und also von dem her gibt es eigentlich nichts Neues mehr. Das ist ja genau der Trick, wie wir uns das Verlangen dann ganz allmählich abgewöhnen können, dass wir verstehen lernen. Ich weiß eigentlich schon, ich habe eigentlich schon einen Überblick und ich kann die Hoffnung aufgeben, dass da noch was ganz Neues kommt, was mich dann doch dauerhaft glücklich machen wird. Und dann kann das Verlangen eben aufgegeben werden und die Friedlichkeit der Verlangenslosigkeit realisiert werden. Nur einfach schön weiter den achtfachen Pfad entwickeln. So, dann lesen wir doch mal weiter, bitte. Gunnar, möchtest du noch weiterlesen? Oder möchte jemand anders weiterlesen? Ich kann weiterlesen, ich habe es bei der Hand. Bitte, dann bei 9.1. Ja, solange ihr Bhikkhus bei diesen vier edlen Wahrheiten nicht in drei Runden auf zwölferlei Weise das wissende Sehen der Wirklichkeit ganz rein geworden war, solange habe ich in dieser Welt mit ihren Devas, Maras und Brahmas
unter dieser Bevölkerung mit ihren Asketen und Brahmanen, Devas und Mönchen nicht mein unübertreffliches, vollkommenes Erwachen und Erwachtsein verkündet. Als aber ihr Bhikkhus bei diesen vier edlen Wahrheiten in drei Runden auf zwölferlei Weisen das wissende Sehen der Wirklichkeit ganz rein geworden war, da habe ich in dieser Welt mit ihren Devas, Maras und Brahmas, unter dieser Bevölkerung mit ihren Asketen und Brahmanen, Devas und Mönchen, mein unübertreffliches, vollkommenes Erwachen und Erwachtsein verkündet. Die Ja, Einsicht. danke. Entschuldige, danke mal bis hierher. Muss man sich jetzt ja hoffentlich nicht mehr wundern, was gemeint ist mit den drei Runden und zwölferlei Weisen. Das ist ja jetzt nur jeweils diese drei Erkenntnisse zu jeweils einer der vier edlen Wahrheiten. Und 3 mal 4 ist dann zwölferlei Weise, wurde das wissende Sehen der Wirklichkeit da vom Buddha eben ganz vervollkommnet, was ihn dann berechtigterweise in die Situation bringt, behaupten zu können, dass sein Erwachen unübertrefflich und vollkommen ist. Was ihn auch im Übrigen ja da, dazu befähigt hat, als vollkommen Erwachter dieses Wissen auch weiterzugeben. Ne? Es gibt ja in der Theravada-Literatur auch die Vorstellung von Einzelerwachten oder stillen Erwachten, die das zwar vielleicht, also die das ganz für sich auch verstanden und erreicht haben, aber nicht mit der nötigen Klarheit, was da eigentlich genau passiert ist, um das dann auch anderen weiterzugeben. Gut. Wenn du weiterlesen möchtest. Die Einsicht, die Sicht entstand in mir. Unerschütterlich ist meine Befreiung. Das ist die letzte Geburt. Kein Wiederdasein gibt es jetzt. So Ja, sprach der. danke, so sprach der Erhabene, Sadhu, Sadhu. Das ist jetzt quasi das Endresultat des Erwachens des Buddha, das seine Befreiung von Dukkha, von Gehas und Verblendung unerschütterlich ist und dass er sich dessen bewusst geworden ist, dass das seine letzte Geburt war als Gotama Siddhartha und dass es kein Wiederdasein mehr für ihn gibt. Alle Wurzeln, die das Dasein hat, von ihm ausgerodet worden sind. Auch nachvollziehbar, wenn irgendwo eine Frage oder eine Unklarheit auftaucht, dann einfach sofort melden, gell? Also so sprach der Erhabene. Und wie geht's weiter? Zufrieden freute sich die Gruppe der fünf Mönche über die Worte des Erhabenen. Und während diese Lehrrede gesprochen wurde, ging dem ehrwürdigen Kondanya das unbefleckte, makellose Auge des Dhamma auf. Was immer Entstehenseigenschaft hat oder ist, das hat oder ist auch Aufhörenseigenschaft. Als nun der Buddha das Rad des Dhamma ins Rollen gebracht hatte, erhoben die Erddevas den Ruf. Ja, okay, danke. Sollen wir kurz hier pausieren und den Ruf der Erddevas noch ein bisschen verschieben, weil hier jetzt nochmal was ganz Wichtiges vorgekommen ist, und zwar das Erleben und die Formulierung des ehrwürdigen Kondanya, der da jetzt ganz aufmerksam zugehört hat und dem dabei das unbefleckte, makellose Auge des Dhamma aufgegangen ist, was ein anderer Ausdruck dafür ist, dass er den Stromeintritt erreicht hat. Über den haben wir uns ja auch schon immer wieder unterhalten. Und in den Lehrreden behaupten Menschen, die den Stromeintritt erreicht haben, meistens nicht, ich habe jetzt den Stromeintritt erreicht,
wenn sie darüber sprechen, sondern in so einer Formulierung wie eben mir ist das unbefleckte Auge des Dammer aufgegangen oder eben in auf die Weise, wie der ehrwürdige Kondanya das hier gemacht hat. Er hat einfach direkt die Erkenntnis ausgesprochen, die er jetzt gehabt hat. Und zwar dieses berühmte Yang Kinchi Samudaya Dhammang Sabbang Tang Nirodha Dhammang Ti. Das ist eine sehr interessante Aussage, der wir ruhig ein bisschen Aufmerksamkeit widmen können. Ich habe das ganz bewusst so ein bisschen noch offen gelassen oder flexibel formuliert in der Übersetzung. Auch gar nicht so einfach, das einzufangen. Darum schauen wir uns das vielleicht mal genauer an. Ne? Das Yang Kinchi Samudaya Dhammang, was immer die Eigenschaft des Entstehens hat, oder ja, was immer ein Ding ist, das mit Entstehen zu tun hat, könnte man auch sagen, das ist ein Ding, das mit Aufhören zu tun hat. Oder das ist etwas, das die Eigenschaft des Aufhörens hat. Und das kann man jetzt auf unterschiedliche Weise überlegen, was der ehrwürdige Kondanya da in dem Moment damit gemeint hat. Ne? Das eine wäre, eine offensichtliche Weise, das zu erklären, wäre, gerade wenn wir uns kurz hier mit dem Pali auch beschäftigen, ging es ja in den vier edlen Wahrheiten gerade um Dukkha Samudaya und Dukkha Nirodha, also das, die Wahrheit über das Entstehen von Dukkha und die Wahrheit über das Aufhören von Dukkha. Na, und es kann gut sein, dass der ehrwürdige Kondanya das so genau zugehört hat, dass ihm an dem Beispiel der edlen Wahrheiten hier ein generell für alle bedingten Phänomene gültiges Gesetz klar geworden ist. Und zwar, dass etwas, was die Eigenschaft hat zu entstehen, auch automatisch die Eigenschaft haben muss, aufzuhören. Ob das jetzt Dukkha ist oder sonst etwas, alles, was durch Bedingungen entsteht, ist dem Aufhören unterworfen, weil die Bedingungen, die dafür verantwortlich sind, dass es entstanden sind, sich ja verändern können und damit das ganze schöne Ding wieder auseinanderfallen kann. Das wäre eine Möglichkeit, dass hier jetzt auch gerade in diesem Kontext, in dem der Buddha das Entstehen und Aufhören von Dukkha bespricht, hier einzusetzen. Es könnte auch so verstanden werden, dass der ehrwürdige Kondanya eine tiefe Einsicht über die Unbeständigkeit und die Wirkung des Beobachtens der Unbeständigkeit gehabt hat. Aber ja, vielleicht bevor ich da weiter den Gedanken weiterverfolge, gibt es zu dem zu der ersten Interpretation, die ich jetzt genannt habe, vielleicht was zu besprechen, damit das nicht zu viel auf einmal wird, können wir uns das ja auch noch aufheben. Klingt das nachvollziehbar, wie man bei dem, was der Buddha jetzt gerade über die vier edlen Wahrheiten gesagt hat, dass man da zu der Erkenntnis kommen kann, dass alles, was Entstehenseigenschaften hat, weil es Ursachen hat, ne? So wie Dukkha ja die Ursache hat von Verlangen, dass das dann auch die Eigenschaft hat, aufzuhören, wenn die Ursache beseitigt wird. Könnt ihr damit was anfangen? Klingt vielleicht auf den ersten Blick wie selbsterklärend oder das Typische ist ja eh klar, aber als eine direkt beim Zuhören und selber miterleben erlebte Erkenntnis hat das durchaus ein Potenzial zu großer Tiefe, ne? Zu verstehen, dass alle Phänomene, die uns umgeben, die uns darstellen, Entstehenseigenschaften haben oder durch ihre Bedingtheit, durch ihr bedingtes Entstehen auch automatisch wieder dem Aufhören unterworfen sind.
Also der ehrwürdige Cantunia, der hatte ja schon einen ziemlich tiefgehenden Weg hinter sich oder abgelegt. Also ich glaube, der hat nicht mehr gebraucht, als noch einmal das zu hören, und dann ist ihm plötzlich die Tiefe dessen aufgegangen, weil er war ja einer der Mönche oder damals noch nicht Mönche, die wenig Staub auf den Augen hatten und die Ja, nicht viel genau. gebraucht haben. Also der hat das alles schon im Ansatz sowieso verstanden und ergründet und hat gerade noch diesen Antrieb gebraucht in dieser Rede, dass es in ihm wirklich aufgegangen ist. Also so. Ja, oder er hatte vielleicht schon die nötigen Vorbedingungen, könnte man noch Ja, das sagen, ne? denke ich mir, ja, Dass er genau. schon auch durch seine Askese und Meditation eine gewisse Unabhängigkeit von Sinnlichkeit und der ganzen Orientierung in die Welt hinaus geschaffen hat und dadurch eben dann besonders aufnahmebereit war. Wird ja auch gesagt, also in den vielen Abbildungen dieser Szene wird er auch immer als der Älteste dargestellt, der vielleicht schon am wenigsten auch, wenn ihr euch erinnern könnt, haben wir ganz am Anfang ja uns erinnert an die Beschreibung aus anderen Lehrreden, dass diese fünf Asketen am Anfang sich sogar noch dachten, wenn dieser abtrünnig gewordene, so haben sie ihn ja anfänglich noch gesehen, Ex-Asket jetzt da kommt und uns was erklären will, wir werden ihm nicht mal einen Sitz anbieten und wir werden ihn gar nicht groß beachten. Und das hat dann aber ja gar nicht funktioniert, weil sie so von der Ausstrahlung des Buddha gleich eingenommen waren. Dann kann man sich ja vielleicht vorstellen, dass da so einer, wenn einer von diesen Asketen schon ein bisschen älter und reifer war, dass der da vielleicht auch am unvoreingenommensten zuhören konnte, ohne dass da vielleicht sein Jungasketen-Ego irgendwie in die Quere gekommen wäre. Ne? Aber einmal, um es nochmal festzuhalten, eine Möglichkeit, die diese befreiende Erkenntnis des ehrwürdigen Kondanya zu interpretieren wäre, dass er beim Zuhören verstanden hat, dass auch Dukkha ein bedingtes Phänomen ist, ne? Das Ursachen braucht, um zu entstehen, und dass dadurch jetzt unter Anführungsstriche verletzlich ist, weil durch die Beseitigung dieser Ursachen es zum Aufhören gebracht werden kann. Was ja auch schon eine revolutionäre Erkenntnis ist, wenn man sich mal vorstellt, man hätte noch nie vom Buddha das so wunderbar erklärt bekommen. Ja, ist das offensichtlich, dass das Dukkha in unserem Leben eine bestimmte Ursache hat und dass man diese Ursache durch die Ausübung und Entfaltung eines Übungsweges dann auch zum Schwinden bringen kann, kann ja gerade für jemand, der sich mit der Gesamtthematik von Dukkha und was macht man damit, viel beschäftigt hat, eben ein riesiges Erkenntnis Moment auslösen. Ja, soweit hoffe ich nachvollziehbar, was das vielleicht noch für Implikationen hat, wie das auch mit der direkten Anicca-Betrachtung zusammenhängen kann, werden wir dann, denke ich, nächste Woche besprechen müssen, weil diese Sitzung ja gleich wieder vorbei ist. Aber freut mich, dass ihr so gut mitgemacht und zugehört habt. Und nächste Woche geht es dann weiter mit der Erkenntnis des ehrwürdigen Kondanya und was wir selber vielleicht dadurch noch genauer verstehen können über unsere Praxis. Danke fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal.